Als nächstes zu Wort gemeldet hat sich Dagmar Belakovic von der FPÖ. Die FPÖ hat sich im Ausschuss für alternative Lösungsvorschläge ausgesprochen, etwa die Senkung der Lohnnebenkosten. Kaufleute hier bei uns im Hohen Haus herzlich begrüßen. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es am Vorredner gemerkt, er war ein bisschen aufgeregt, hat ganz viele großartige Maßnahmen hier angepriesen. Wenn Sie nicht mitgekommen sind, versuche ich das jetzt noch einmal ein bisschen zusammenzufassen. Also wir diskutieren hier jetzt über ein Bündel von Maßnahmen. Letzten Endes haben die meisten zum Ziel, dass man länger im Arbeitsprozess bleibt und später in Pension geht. Das ist prinzipiell ein hehres Ziel, aber Herr Bundesminister, so wie Sie es gemacht haben, ist halt ein bisschen batschert. Und so wird das auch nichts bringen. Sie haben nämlich hier zwei verschiedene Anteile. Also jene Personen, die über das gesetzliche Antrittsalter hinaus weiterarbeiten, die bekommen jetzt einen höheren Bonus. Das heißt, die Pension wird eben größer. Das finden wir sehr positiv. Das Problem ist aber, dass der andere Anteil dieses Gesetzes, den Sie hier gebastelt haben, nämlich jene Personen, die bereits Pension beziehen und vielleicht Teilzeit noch ein bisschen im Betrieb aushelfen wollen, das gibt es in allen Branchen, in der Gastronomie, in der Pflege, überall. Für diesen Personenkreis ist es wenig befriedigend, was Sie da abgeliefert haben. Es ist nämlich so, das Einzige, was Sie weggegeben haben, das ist, diese Leute, die jetzt schon in Pension sind, müssen keine Pensionsbeiträge mehr bezahlen. Das klingt einmal am ersten Blick ganz positiv. In Wirklichkeit ist es aber so, dass die Gemeinschaft der Steuerzahler das jetzt in die PVA einbezahlt. Warum, konnten Sie im Ausschuss nicht beantworten. Und ich glaube, wenn Sie dieses System attraktiv machen wollen und viele Arbeitnehmer, die schon in Pension sind und viele Pensionisten, die sagen, ich würde das gern noch machen, wären bereit, aber spätestens, wenn Sie dann sehen, Sie müssen weiterhin Arbeitslosenversicherung zahlen und Sie kriegen am Jahresende dann die Steuer vorgeschrieben, dann hören die damit wieder auf. Sie haben es nicht geschafft, das tatsächlich so attraktiv zu gestalten, vor allem für Leute, die lange im Betrieb waren, die viele, viele Jahre einbezahlt haben in das System, die viele, viele Jahre unser System auch erhalten haben. Dafür haben sie es nicht geschafft, dass man für diese Leute eine Lösung findet, dass es einfach günstig ist, dass es sich auch auszahlt, arbeiten zu gehen. Haben sie nicht geschafft, wollten sie nicht schaffen. Gut, der Herr Bundesminister ist ja auch mit anderen Dingen hier beschäftigt, schreibt lieber E-Mails, anstatt sich an der Diskussion zu beteiligen und zuzuhören. Soll so sein, sei ihm gegönnt. Ich glaube, das ist viel zu wesentlich und viel zu wichtig, dieses Thema. Genauso das zweite Thema, das der Kollege Kotzer angesprochen hat, das war die Teilzeit. Dass jetzt Teilzeitjobs im Betrieb ausgeschrieben werden müssen. Ja, ist ein guter Vorschlag, kann man durchaus sagen, ja, passt. Die Frage ist nur, was erwarten Sie sich davon, wirklich große Neuerungen? In der Regel haben das die Mitarbeiter ja ohnehin mitbekommen. Und ein Chef, der auf seine Mitarbeiter was gehalten hat, ist sowieso aktiv auf die zugekommen und gesagt, du, könntest du nicht länger oder könnten Sie nicht länger im Betrieb arbeiten? Also, ja, ist nett, aber das wird uns überhaupt nirgendwo weiterbringen. Und gerade Teilzeit ist ein großes Problem. Wir werden wahrscheinlich morgen im Zuge der Arbeitsdebatte noch weiter darüber sprechen. Aber Teilzeit ist ein Problem, weil es viele Firmen einfach missbräuchlich ihre Mitarbeiter nur Teilzeit anstellen. Und da sind Sie, meine Damen und Herren der Regierungsparteien, eben nicht bereit, dass das auch tatsächlich öffentlich gemacht wird, dass Betriebe nicht öffentlich sagen müssen, wie viele Stunden tatsächlich gearbeitet werden. Das wäre mal ein richtiger Ansatz und da würden Sie sich wundern, wie schnell diese Teilzeitquote hinuntersinken würde. Alles in allem, Herr Bundesminister, Sie hatten eine Chance, Sie haben sie wieder verplempert, Sie haben sie wieder vertan. Ich weiß nicht, ob Sie zugehört haben, wahrscheinlich nicht, weil Sie es nicht interessiert. Für Sie, meine Damen und Herren, ist es leider nicht besonders attraktiv, wenn Sie schon in Pension sind und dann noch stundenweise arbeiten möchten. Für Sie ist es nicht besonders attraktiviert worden. Es ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Dagmar Belakovic, die Sozialsprecherin der FPÖ. Der Regierungsentwurf für längeres Arbeiten sei nicht attraktiv, meint sie. Die Menschen müssten weiterhin Steuer zahlen, die Steuerzahler würden die Pensionsbeiträge übernehmen.